Hier sind wir voll, oder? Wo kommen diese Zombies denn her? Das will ich jetzt aber wissen. Da, 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 da. Ich weiß auch nicht, man hat das schon so oft gemacht, aber immer wieder ist dieser Reiz da. Wir sind irgendwie weiter weg jetzt, oder? Das Problem ist, wir sind nicht weit genug von dem Dorf weg. Wenn wir jetzt hier bleiben. Ach, was mache ich hier denn immer? Wenn wir jetzt hier bleiben, das Dorf ist da. Naja. Ich weiß nicht, ob das noch im aktiven Chunk ist. Wollen wir das Risiko eingehen? Nicht, dass nachher die Dorfbewohner nicht mehr da sind. Wollen wir das Risiko eingehen? Ich will wissen, wo die Zombies sitzen. Allerdings sind die, glaube ich, nicht ganz nah. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Außerdem ist dieses Gestein so extrem dunkel, dass ich hier fast jeden zweiten Steinblock eine Fackel brauche, damit man überhaupt irgendwas sieht. Keine Ahnung. Irgendwie ist hier auch nichts. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Lassen wir das jetzt mal sein. Irgendwie habe ich jetzt doch keinen Bock. Scheint das hier oben lauter zu sein. Auf jeden Fall kommst du hier auch schneller durch das Gestein. Hier ist aber nichts. Egal. Komm, ich will jetzt auch das Dorf nicht aufs Spiel setzen für so eine Aktion. Es wird nämlich dunkel. Wir müssen uns weiter vom Dorf entfernen. Wir müssen jetzt in diese Richtung eigentlich. Ich werde mich mal ein bisschen hier auf dieser Seite weiterhalten. Wir gehen jetzt um diesen Berg herum. Wir gehen um diesen Berg herum. Und es wird schon wieder Nacht. Wir haben es wieder mal geschafft, dass wir... Ich will lieber nochmal einen Burger essen. Es wird schon wieder Nacht. So, und jetzt müssen wir hier weiter. Hier weiter. Hier. Da waren gerade Hirsche. Ah, schon eine coole Atmosphäre, ne? Da sind sie. Guck mal, da sind sie. Hallo? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ihr seid auch da. Ja, ihr seid da. Ich bin da. Ihr seid da. Einfach ohne Kommentar. Ohne Kommentar. Und wir sind schon wieder auf der Reise. Wir sind schon wieder auf der Reise. Wir sind wieder da, wo wir nicht hin wollten. Auf eine Reise. Aber ich verspreche dir, dass... Wir gehen jetzt einfach nach Hause. Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause. Wir können nicht schon wieder reisen. Das ist einfach nicht gut. Okay, da wartet schon Mr. Dead auf uns. Hier kommen wir sowieso nicht rüber über diesen Berg. Wir müssen komplett um diesen blöden Berg herumlaufen. Was ist denn mit dir los? Was war da gerade? Ach, Ente. Eine Ente. Eine Ente. Was ist da? Lava? Das sieht ja cool aus. Ich dachte gerade, das wäre eine Lavafontäne in der Luft. Wäre auch mal was Nices. Ja, genau. Könnt ihr mal bitte in die Lava laufen? Bitte in die Lava laufen. Ja. So, tschüss. Was ist denn hier mit dem Berg passiert? Wie sieht das denn aus? Das würde ich jetzt fast als Fehler in der Generierung sehen.
Landschaftsgenerierung, da war ein Creeper. Was ist denn hier passiert? Wie sieht das denn aus? Ist ja wie abgeschnitten hier. Dank unseres guten Schwertes sind wir immer gut gerüstet, ne? Oh, ich hoffe, du siehst noch was. Es tut mir wieder... Ich kann mich immer nur entschuldigen, aber ich kann es halt nicht beeinflussen, ne? Ich kann es nicht beeinflussen. Wir müssen jetzt halt im Dunkeln laufen, aber das hat ja auch immer was für sich. Wir haben das schon so oft gemacht. Wir haben reichlich Erfahrung damit. Jetzt hätte ich allerdings... gerne mein Pferd dabei! Warte mal, können wir irgendwie mit dem Zombie arbeiten? Ist der auf den... Nee, wir brauchen die Kombination... Skelett und Creeper, damit eine Platte gedroppt wird. Was haben wir hier? Kürbisgarten brauchen wir nicht. Wir brauchen nichts. Wir müssen uns ja... Oh Gott, da ist ein Werwolf. Nein! Nein! Ich will das doch gar nicht. Ich will das nicht. Ich will das besser verstehen, bis Tag ist. Da war ein Werwolf da oben. Ein Wunder, dass der uns nicht gesehen hat. Hast du den gesehen, den Werwolf? Da war ein Werwolf. Oh Mann. Immer wieder spannend. Immer wieder spannend. Ich komme hier nicht raus. Wo sind wir denn? Da. Oh Gott. Völlig falsche Richtung. Völlig falsche Richtung. Aber da ist der Berg. Wir müssen... Was leuchtet da oben denn? Da geleuchtet. Was hat da geleuchtet? Was war das? Oh Mann. Dass ich jedes Mal sowas machen muss, ne? Ich lerne das auch nicht mehr. Das muss irgendwie... Sorry, dass ich jetzt nicht alles kommentieren kann, aber ich muss hier leider überleben. Man ist es ja gewohnt. So, da ist unsere Heimat, Heimat, Heimat. Da müssen wir hin. Oh Mann. Was ist denn das hier? Einfach so unglaublich nervenkitzelmäßig. Das wird echt nie aufhören. Das wird jedes Mal wieder. Man hat schon so viel Erfahrung damit gesammelt. Immer nachts unterwegs. Und ich werde immer durch diese Nacht und ihre Gefahren und diese tollen Geräusche auch, werde ich immer inspiriert zu irgendetwas. Und das Gute ist halt dabei, dass wir so gut gerüstet, so gut ausgestattet sind, auch wenn wir jetzt keinen Helm haben. Also einen Helm haben wir nicht. Aber wir sind so gut ausgestattet, was unsere Waffen angeht, dass uns eigentlich nichts passieren kann. Alter, was ist denn jetzt hier los? Ah!
Sollte ich eben gesagt haben, dass wir so gut gerüstet sind, dass uns nichts passieren kann? Ich nehme das zurück. Ich weiß auch echt nicht. Manchmal ist man doch zu risikofreudig, ne? Das ist echt mein Problem, dass ich immer zu risikofreudig bin bei solchen Sachen. Aber andersrum ist es halt auch schnell langweilig, ne? Wenn man sowas halt nicht macht. Wir sind lange nicht mehr gestorben in dieser Welt, in diesem Spiel. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann es das letzte Mal war. Aber jetzt hatte ich gerade ganz kurz das Gefühl, dass es passieren könnte. Aber muss ja nicht. So, und jetzt geht's uns wieder gut. Jetzt können wir mal eben uns das Morgengrauen anschauen. Die Nacht ist vorbei. Wir haben sie überstanden. Hier ist jetzt auch gerade die ganze Waldarmada auf einmal auf uns eingebrochen. Und wir kommen unserer Heimat auch näher. Und wir haben jetzt gerade ein Gebiet erforscht, was wir auch noch nie durchstreift haben. Das war komplett neu. Okay, muss ich noch aufbauen, die Landschaft. Dauert gerade etwas länger. Wir müssen auch dringend was mit unseren Waffen machen, wenn wir zu Hause sind. Weiter im Text. Wir haben jetzt echt einen riesen Umweg gemacht, aber es liegt halt auch an diesem Gebirge, ne? Es liegt halt an den Bergen, dass wir so gewaltige Umwege hier machen. So. Einmal hier hoch, einmal da lang. Aua. Muss ich das wieder rauskommen? Oh Mann. Mann, oh Mann. Erde haben wir ja genug. Erde haben wir genug. Ja. Ja. Mann. So, hier wollten wir eigentlich langlaufen. Genau da. Ja, die Richtung passt. Noch ein wenig nach rechts wäre wünschenswert. Noch ein wenig nach rechts wäre wünschenswert. So, wo sind wir denn hier gelandet? Wieder alles voller Berge. Wir müssen hier irgendwie rüber jetzt. Noch weiter drumherum laufen will ich nicht. Also bis zum Ende dieses Tages möchte ich auch wieder nach Hause kommen, ne? Man vergisst immer wieder, wenn man sich von zu Hause entfernt, wie beschwerlich das Leben hier in der Wildnis eigentlich ist, in diesem Spiel. Das ist echt, das verlernt man unglaublich schnell. Oder, naja, was heißt verlieren? Verlieren ist der falsche Ausdruck, aber man unterschätzt das dann ruckzuck. Man denkt, ja, wenn man zu Hause ist mit seinen Tieren, mit seinen Kühen und mit seinem Essen und mit all seinen Werkzeugen, all seinen Dingen, die man ja längst gesammelt hat, dann denkt man irgendwie, auch wenn man auf Reisen geht, einem kann nichts passieren. Aber man sieht, wie schnell das dann doch geht und wie beschwerlich so eine Reise auch ist über diese bekloppten Berge hier, die völlig, völlig unsinnig geformt sind. So, hier haben wir ein Blumenfeld. War das das, was wir schon mal entdeckt haben? Oder was ist das jetzt für ein Blumenfeld?
Blumenfeld. Okay, genau, sieht man hier auch. Wir sind am Rande des Blumenfeldes. Und wir müssen uns jetzt definitiv in diese Richtung weiter bewegen. So, können wir uns hier jetzt runterfallen lassen? Oder können wir? Machen wir auch. Da kommen wir an Land. Ich hätte auch mal wieder Lust, einen Livestream oder von dieser Welt mal einen Livestream zu machen. Vielleicht einfach mal so zwischen den Folgen mäßig, dass man sagt, man macht ganz normal diese Folgen und man macht dann zwischen den Folgen einfach so einen Livestream, wo da vielleicht nicht ganz so interessante Sachen passieren, weil man irgendwie einen monotonen Baum macht oder sonst irgendwas, aber wo man sich dann besser unterhalten kann, ne? Das geht halt im Livestream schon besser. Da kann ich dann direkt auf Fragen antworten und so. Das geht hier halt jetzt nicht. So, wo sind wir denn jetzt? Okay, genau die falsche Richtung. Da müssen wir hin. Oder da. Genau, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Also ich wüsste überhaupt nicht, was ich ohne Atlas hier mache. Ich würde mich hoffnungslos verlaufen. Ich würde nie wieder nach Hause finden. Dafür ist man hier einfach zu wenig rumgelaufen. Dafür hat man hier auch einfach zu wenig Wegmarken gesetzt. Wenn wir jetzt diese ganzen Gegenden hier schon mit Eisenbahnstrecken durchschnitten hätten, dann wäre das einfacher. Aber das haben wir halt nicht gemacht. Eisenbahnstrecke ist übrigens auch noch so ein Projekt. Habe ich auch schon mal erwähnt. Ich würde gerne mit der Eisenbahnstrecke auch noch weitermachen. Ein bisschen mehr ausleuchten, vielleicht mal so eine richtig coole Brücke bauen. Haben wir auch noch nie gemacht in dieser Welt. Und ich bin doch der Brückenexperte. Naja, was heißt Brückenexperte? Ich habe Bock, Brücken zu bauen. So ist es besser formuliert. Ich habe Bock, Brücken zu bauen. Und das kann man natürlich jetzt mit den... Wie gruselig das aussieht da oben, die Hexe. Wie gruselig diese Hexe gerade aussah. Hast du das gesehen? Wie gruselig die da oben im Dunkeln gerade stand, diese Silhouette. Da ist sie. Ach geil, die hat eine Flasche gedroppt. Eine ganze Flasche. Sonst noch was Nettes hier? Wahrscheinlich nicht. Oh, es ist schon wieder dunkel. Jetzt aber nach Hause. Jetzt aber nach Hause. Jetzt. Also nicht normale Dunkelheit. Das will ich nicht. Nein, das will ich definitiv nicht. Da ist unser Haus. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder da. So eine schöne Brücke haben wir gebaut. Die sieht ja richtig cool aus von dieser Seite. Eine coole Brücke. Okay. Also ein bisschen gehandelt haben wir jetzt. Das wollten wir ja. Haben wir jetzt erledigt. Den Programmpunkt können wir erstmal abhaken. Vorübergehend jedenfalls. Und dann schauen wir mal, was wir... Ruhe. Was wir in der nächsten Folge machen. Schönen Dank fürs Zuschauen. Lasst euch überraschen. Bis dann. Ciao.